Ostsee. Ja. Ostsee, es ist Oktoberfest und wir haben ein prominentes Geburtstagskind. Und zwar? Den LeFloid. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke an Marie Meinberg übrigens auch für diese Flasche, die sie uns mitgegeben hat. Live vom Stammtisch kamen wir. Genau, wir kommen da gerade her und haben Club Mate mitgebracht. Und stoßen damit auf, wie es sich gehört, LeFloid an. Ja. David, es ist nunmehr schon das zweite Mal, dass wir uns hier treffen. Ah ja. Und romantisch. Oh, ist das romantisch. Romantisch durch die Sendung führen. Oh, da, du kriegst diese Heliumstimme. Oh, wieso? Ja, meinst du das super? Das kriegst du. Das ist eine super Heliumstimme. Ihr könnt gerne wieder mit Hashtaggen, und zwar mit Hashtag LPT Live oder Hashtag Florian Mund hat heute Geburtstag und das ist richtig gut. Und richtig geil und ein sehr geiler Dorsch. Und ein sehr geiler Dorsch. Kriegst du den nochmal in den Hashtag? Nee, kriege ich nie wieder hin. Ganz große Sache. Wir spielen mit euch, beziehungsweise erstmal spielen wir für euch. Nee, eigentlich spielen wir heute gar nichts mit euch. Let's Play Together ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wieso wir beide spielen noch zusammen? Wir togethern, ja, wir togethern heute miteinander und wir haben auch noch einen Gast. Das ist schon eine Weile her, dass wir mal wieder eine hatten, aber heute haben wir einen sehr speziellen Gast. Es ist der Bruder von Krankrafter. Und heißt, der David jetzt Konkrafter sagt. Und heißt SK, hat aber nichts mit SK Gaming zu tun. Es gibt so viele Krafter mittlerweile draußen. Veni Kraft. Christoph Kraft. Alleine bei, wenn man beim letzten LPP am Wochenende eine Bombe reingeworfen hätte, dann wären alle, 50% aller Minecraft-Let's Player tot. Aus Deutschland einfach ausgerottet gewesen. Dann hätten wieder echte Gamer was zu tun. Dann hätte Gronkh wieder Minecraft spielen müssen. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Aber damit können wir darüber, ob Minecraft echtes Gaming ist, können wir mit SK gleich bequatschen. Ihr könnt es uns auch gerne schreiben. Und wir haben Lego Dimensions als erstes Spiel. Das sieht man schon hier. Das hat der Fabian Käufer, hat er uns vorhin erzählt, unser Spezialist für Lego-Bauarbeiten. Einen Tag lang hat er heute nichts anderes gemacht, außer diese... warte, ich mach das so wie bei Beauty. Der Preis ist heiß, so wie... So bei Beauty-Let's Playern dachte ich so, die Hand dahinter halten. Ja, nee, das ist wie früher in diesen Verkaufssendungen, wenn so... So, Werner, jetzt sag uns mal, was wir hier für uns. Nur noch 200 Stück und wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen und Ihre Kreditkartendaten und Ihr Erstgeborenes einliefern, dann kriegen Sie sogar noch einen Batman oben drauf. Dann kriegen Sie einen Batman. Weißt du was, David, wir sind halt ganz verrückt, es gibt einen Batman. Oh, jetzt hau doch nicht Gandalf. Das ganze Zeug und raus. Gandalf. Das muss wenn du weitermachst, gibt's gleich noch einen Würmer. Das können wir doch niemals bezahlen. Oh. Ich hab den ganzen Bildaufbau kaputt gemacht. Also, Lego Dimensions, wir hatten es schon auf der E3 mehrfach gezeigt. Da reden wir gleich drüber. Wir haben noch Extreme Exorcism. Ach so, lustig. Das wird lustig, das ist so ein 2Ds, also wir haben letzte Woche, wie hieß denn dieses Spiel, das weiß ich schon gar nicht mehr. Curses and Chaos. Bitte? Curses and Chaos. Auf die Regie ist Verlass, Fabians Auftritt. Curses and Chaos und das ist jetzt die bessere Variante davon, so wie Fabian auch sagte. Das spielen wir mit dem SK und danach haben wir ein Spiel, was ich mir persönlich gewünscht habe, nämlich Jotun. Habe ich vor einer Weile mal einen Ankündigungstrailer gesehen, das ist wie dieses Titan Souls, das hatten wir in einer der ersten Sendungen hier. Das ist also wie Dark Souls quasi. Genau, so ein 2D-Dark Souls. Dark Souls. Ich hatte jetzt nur auf Kotaku gesehen, dass sich einer der Redakteure an den ersten zwei Bossen, weil es wieder so ein Ding ist, wo du dich an Bossen abarbeitest, also es ist wohl ganz schön schwierig wieder. Wir versuchen mal mindestens einen zu legen hier in der Sendung. Das gibt's heute. Genau. Und wenn ihr wissen wollt, was auch noch so an Spiele-Releases absteht, ansteht, aufsteht, aufeinander zugeht, voneinander lernt, miteinander, ja, dann guckt doch einfach die folgende Matz. Die Matz. Matz jetzt ab. Kommt's raus. Geil. Was eigentlich? Eine Matz. Nee, jetzt kommt's raus. Ja, jetzt kommt's raus, Matz. Aber was eigentlich? Weiß ich nicht. Kommt jetzt. Na, die Matz. Mensch, wie gern hätten wir euch heute Tony Hawk 5 gezeigt, aber Pustekuchen. Activision rückt vor dem Erscheinungstermin nix raus und der ist leider erst einen Tag nach unserer Live-Sendung. Häufig ist so eine späte Bemusterung ein Warnsignal, denn man will schlechte Tests im Vorfeld vermeiden. Wir lassen uns gern eines Besseren belehren und schauen vielleicht nächste Woche nochmal rein. Euch war Animal Crossing bisher noch nicht spleenig genug? Dann checkt den Happy Home Designer. Der ganze Sozialquatsch, auf den man schon im echten Leben keinen Bock hat, fällt flach. Hier geht's allein ums Einrichten und Verschönern von Häusern, Gärten und mehr. Ein durch und durch putziges Spiel für Animal Crossing Fans. Der Rest rafft den Reiz ebenso wenig wie zuvor und wendet sich schulterzuckend ab.
Das grafische Niveau bei Sportspielen ist mittlerweile schon krass. Was EA bei NBA Live 16 auffährt, lässt sich beim oberflächlichen Hinschauen fast für eine TV-Übertragung halten. Noch viel erfreulicher ist aber der inhaltliche Fortschritt. Nachdem die Korbleger-Saga zuletzt ganz schön ins Stolpern geraten war, sieht NBA Live dieses Jahr nicht nur gut aus, sondern macht auch Spaß. Die Steuerung funktioniert, der Spielablauf flutscht. Eigentlich alles prima. Aber ein großes Problem hat NBA Live 16 immer noch. Das fast zeitgleich veröffentlichte Konkurrenzprodukt von 2K. Die Basketball-Bombe NBA 2K16 legt nämlich in jeder Beziehung noch was drauf. Das Geschehen auf dem Spielfeld wirkt runder, noch realistischer, einfach eine Nummer besser. Der neue und ziemlich interessante Story-Modus wurde übrigens vom Star-Regisseur Spike Lee zusammengeklöppelt. Die Spielermodelle und ihre Animationen sind mit das Schönste, was Videospiele derzeit zu bieten haben. In den letzten Jahren hatte NBA 2K allerdings immer wieder massive Serverprobleme. Inwiefern sich das nun geändert hat, wird erst ein Langzeittest zeigen. Wir beschließen unsere Jetzt-kommt-raus-Woche mit einer weiteren Fortsetzung. Das siebte Heroes of Might and Magic bleibt seinen Wurzeln treu, die Grafik wurde aber ordentlich aufgehübscht. Im großen Krieg der Fantasy-Rassen werden mächtige Armeen aufgebaut und rundenweise Schlachten geschlagen. Auch wenn das Setting mit seinen Orks, Elfen und Konsorten nicht sonderlich originell ist, hat Heroes of Might and Magic 7 unser Herz erobert. Rollenspiel, Strategie und Taktik wurden so gut miteinander verwoben, dass schnell der eine Runde spielig noch Virus ausbricht. Und dank dickem Umfang und zahlreicher Modi könnt ihr viele, viele Stunden mit dem Spiel verbringen. Drei Dinge dazu möchte ich sagen. Heroes of Might and Magic 7 habe ich schon gespielt, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich immer wieder denke, beim nächsten Mal, da entwickelt sich, es ist ja ein gutes Spiel, es ist vor allen Dingen sehr suchterregend, aber wenn du Heroes of Might and Magic 3 damals gespielt hast, so wie ich, und danach alle Teile danach, dann denkst du dir dann irgendwann schon so, jetzt könnten sie schon mal irgendwie versuchen, in eine neue Richtung zu gehen, und das tun sie nicht. Das ist halt, dieses Spiel bewegt sich außer der Grafik überhaupt nicht mehr. Und das ist, also wenn schon Warcraft 3 in der Lage ist, durch irgendwie einen Story-Modus oder kleine, also diese epische Geschichte, die Warcraft 3 erzählt hatte, hat ja gezeigt, dass Echtzeitstrategie auch ein bisschen mehr kann, als einfach nur Einheiten aufeinander zu schicken. Heroes of Might and Magic verweigert sich dem der Weiterentwicklung total. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich wollte dich sowieso gerade fragen, ob es irgendwas gab, auf was du dich jetzt besonders freust. Also Tony Hawk's 5. Fan der Serie sein? Weiß ich nicht. Ich bin nie ein Fan gewesen, aber ich finde das gerade super witzig, dass wir hatten das vor ein paar Monaten mal vorgestellt und da hatte Markus Rehmann, der ein Riesenfan ist, gesagt, so, boah, wie sieht das denn aus? Das wird ein Fail. Und er hat nicht Unrecht behalten. Es gibt noch keine Tests, weil Activision das Spiel nicht vor Release rausrückt. Mal ja gerade gehört. Und das ist schlechtes ja Zeichen, offensichtlich genau. Ein schlechtes Zeichen. Es gibt aber im letzten ein Video von Eurogamer, was da kursiert, wo sie die ganzen Glitches, die trotz der One-Patch, der wohl über 1 GB groß sein soll, immer noch kursieren in diesem Spiel. Der bleibt wohl alle 3 Sekunden hängen irgendwo. Geil. Katastrophe. Verschwindet im Boden, verschwindet in der Rampe. Das muss ein technisches Debakel sein. Wohl auch nur, weil Activision die Lizenz wohl dieser Tage verliert und sie schnell noch vorher ein Spiel rausdrücken mussten, bevor die Lizenz wechselt. Und das ist halt eigentlich schön noch schnell, ne? Die Kuh melken, solange wie sie steht. Exakt. Ja, was sonst, die beiden Basketballspiele ist jetzt, das ist glaube ich wie FIFA, da muss man einfach, weißt du, wenn du Fan bist, Kaufst du es dir Jahr um Jahr. Sieht und schon kaufst geil aus, ne? Das muss man sagen, es sieht sehr, sehr geil aus. Aber was ich witzig finde, ist, dass Spike Lee, ja, den Storymodus ist so wie wenn Stanley Kubrick den Storymodus von The Sims oder so übernehmen würde. Das könnte sogar ziemlich geil werden. Also es würde geil werden, wenn er denn noch leben würde. The Sims? Ja. Das wäre doch total geil. Ja, ja, oder David Lynch. David Lynch wäre genau der Richtige für so eine Social Awkward, könnte man das Ganze dann bezeichnen. Wie heißt der Schauspieler, der immer Social Awkward spielt? Mike Cena? Der spielt dann einen der Hauptsims. Stimmt, ja. Der ist ja der Socially Awkward. Ja. Und Ellen Page in der weiblichen Hauptrolle. Große. Das demnächst bei LPT, wenn wir hier, ihr habt das zuerst gehört, David Lynch makes The Sims
Welcher Teil gibt es denn eigentlich schon? 1000? Ja. 37? Naja, wenn du die ganzen Add-ons rausrechnest, ist es, glaube ich, erst der 5. Dann. Wusstest du, dass The Sims auf YouTube auf Platz 5 der meistgeklicktesten Videospiele-Franchises ist? Ja? Nee, wusste ich nicht. Und ist damit. Da gibt es eine Übersicht auf Dr. Freud übrigens. Ach. Oh, was? Nein, wir machen dazu ein Ranking, was, glaube ich, auch morgen oder so oder irgendwann die Tage rauskommt, wo es um die meistgeklicktesten Videospiel-Franchises geht. Und The Sims ist tatsächlich auf der 5 gelandet. Mehr sage ich jetzt nicht, weil sonst brauchst du es ja nicht mehr gucken. Ja, nee, da würde. Genau, da gucke ich aber mal aber gespannt rein. Vor Titeln, von denen du gedacht hättest, dass die weitaus mehr geklickt werden. Also, das ist schon. Ja, wobei man ja auch sagen muss, zu den meistverkauften der Welt gehört Sims ja auch. Aber für mich. Aber verkauft und geguckt ist halt so ein. Guckt man anderen Leuten beim. Ich bin eh nicht so der Let's Play-Gucker, deswegen weiß ich es nicht. Ja, du, aber lass uns das gleich mal Escape fragen, weil ich bin auch kein Let's Play-Gucker. Wir spielen ein Spiel, was auch rauskommt, nämlich das hier, das Lego Dimensions. Habe ich persönlich erfragt, ob wir das vorstellen können, weil ich mich nämlich darum drücken wollte, das Geld auszugeben für dieses Spiel. Denn so gerne ich die Lego-Spiele auch habe, ich habe ja wirklich alle gespielt, alle Lego-Spiele, aber hier stört mich wirklich der Einstiegspreis. Mit diesem Portal, das ihr hier seht, was zwingend ist, zwingende Voraussetzung, das ist ein bisschen wie bei Skylanders. Und was gibt es noch? Ich hatte gerade eben noch Disney Infinity. Ja, genau. Die beiden gibt es. Also dieses Portal und das Einsteigerset kostet 100 Euro. Wenn ihr euch jetzt sowas hier holt, das sind diese Einzelpacks. Ich halte die mal hoch. Das ist jetzt für Zurück in die Zukunft und dann gibt es die Simpsons. Sie sind ja genial. Sie haben noch Portal dabei. Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Das ist der absolute Shit. Sie haben Batman, sie haben Herr der Ringe, sie haben Portal. Es sind so viele Sachen dabei, wo ich jedes Mal denke, so geil will ich sofort haben. Und das wissen sie auch und lassen sich so ein Set, in dem wirklich nur die Figur drin ist, ein Accessoire, also im Falle von den Simpsons ist es, warte mal, ich muss es was so kann man mit dem, also das Fahrzeug kann man bestimmt fahren, aber das Accessoire ist nur Deko oder was macht das? Ich weiß es nicht, also es ist ein Fernseher, Homer Simpson und ein Auto, das kostet zwischen 15 und 30 Euro. Und das finde ich für drei Figuren, die, mit denen du auch gar nicht so viel anfangen kannst, denn das ist ja, wobei, du kannst es auch als echtes Lego verwenden, sehe ich gerade. Du kannst diesen Ständer unten abmachen. Du kannst vor allen Dingen die Figuren umbauen, sehe ich gerade. Du kannst aus dem Fernseher einen Fernseher machen, eine Blastcam oder den Mecha-Homer. Ja, ja, du kannst dann tatsächlich damit auch legoen, also sehr kreativ werden. Ich kann zeigen. Aber ich trotzdem. Also klar, die normalen Lego-Sets sind auch nicht billig. Und hier kriegst du dann halt das digitale Spiel noch. Aber also es ist schon. Das ist halt genau wie Skylanders es wird. Ich weiß auch genau, wo das stehen wird in jedem Mediamarkt Saturn und was es noch so alles gibt. Nämlich genau vorne an der Kasse. Das ist die perfekte Krängelware. Ja, ja. Wo klein Timmy steht, Mutti, kann ich noch ein Skylanders? Nein. Dann kann ich noch ein Lego Dimension? Nein. Kann ich dann wenigstens ein Disney Infinity haben? Ich finde, Quengelware ist auch so ein geiler Ausdruck. Wir spielen mal rein. Und zwar natürlich in das Set, was ich als oder alle Spielefans am ehesten zocken wollen, nämlich Zurück in die Zukunft. Weißt du eigentlich, an welchem Tag jetzt? 21. oder 25. Oktober, ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt dann endlich, das ging mir ja seit Jahren auf den Sack, jedes Jahr der gleiche Mist. Dieses Jahr ist es soweit. Nein, es ist 2015, Leute. Nein, nicht in den DeLorean, sondern ich will aufs Hoverboard. Ja! Ich überlege, ob ich joinen soll oder ob wir das der Kamera wegen nicht machen. Nö, mach das ruhig, oder? Sonst probier doch erstmal vorzuspielen, vielleicht kann ich ja später noch danach kommen. Das können wir ja auch gleich mal rausfinden, ob man in-game joinen kann. Ja, ich gehe jetzt auf dieses Portal. Mit Kreis. Hat er die Gitarre gerade eingepackt? Bitte was? Reinspringen. Geht? Ach, reinspringen. Ah. Okay. Spring doch glatt mal rein. Bin ich reingesaugen worden. Und jetzt spielen wir nämlich, ich glaube, den Clock Tower Level. Genau, und den Level bekommt man auch, wenn man sich dieses Level Pack kauft. Den kann man ansonsten nicht spielen, den gibt es dann erst, ist, wenn man sich dieses Paket kauft. Nicht nur Spielzeug und Figur, sondern auch noch Level DLC. Genau, du bekommst, also hier, wenn du dir das Simpson-Ding kaufst, bekommst du den Springfield Level. Wenn du dir den Zurück in die Zukunft holst, bekommst du den Hill Valley Time Travel Adventure Level. Das ist also schon, du zahlst also hart schlau, ne? Für drei Figuren, für ein Level und die digitale Figur zahlst du dann also zwischen 15 und 30 Euro. Wobei, du hast es vorhin schon gesagt, wenn man sich jetzt die Lego-Figur einzeln kauft, ich überlege, was so ein Marty McFly mit einem Mini-DeLorean und was gibt's noch dazu, eine Gitarre oder was, ein Hoverboard, kostet auch 15 Euro. Ja, stimmt schon. Also ja, und hier kriegst du Theorie. Was, also was eigentlich. Was hatten wir für den DeLorean damals bezahlt? Boah, den haben wir Flo. Dem Floyd, der übrigens heute Geburtstag hat. Vor zwei Jahren haben wir ihm das zum Geburtstag geschenkt. War ganz schön teuer, 60 Euro oder so. Der war teuer, ja.
Aber das war ein großer DeLorean und der konnte sich in alle drei verwandeln. Also. Das ist aber noch nichts. Also ich habe heute, das wusste ich nämlich gar nicht. Also ich habe Star Citizen habe ich nicht mehr weiter verfolgt und hatte nicht mitbekommen. Du weißt dieses Kickstarter-Spiel, ne? Ich hatte nicht weiter verfolgt, dass du dir da noch im Game Raumschiffe kaufen kannst. Weißt du, was die zum Teil kosten? 10 Euro? Nee, 150 bis 1000 Dollar pro Raumschiff. Also es gibt da das Komplettset. Für alle Raumschiffe im Spiel kostet rund 20.000 Dollar. Und das zahlen einige Freaks. So, und da muss man tatsächlich sagen, Freaks. Also man kann ja, um das Spielerlebnis ein bisschen zu verbessern, ruhig, finde es total okay, sich mal was zu kaufen, ja, wenn es denn preislich auch gerechtfertigt ist. Aber 20.000 Dollar für alle Schiffe auszugeben, die du im Leben nicht alle benutzen könntest und den Spielspaß aus allen Schiffen rausholen kannst, halte ich. Na, vor allen Dingen für 20.000 Dollar kannst du dir fast ein eigenes Raumschiff bauen. Ja. So, hier sind wir jetzt im Level. Ich kann jetzt wieder... Komm mal rein. Wie üblich... Was war da? Setze einen Chip auf das Toypad. Wie üblich kannst du... Setze einen Character-Chip auf das Toypad. Ist das das Toypad? Das ist das Toypad, ja. Das heißt, ich nehme jetzt Batman. Kannst du den jetzt wegnehmen? Nimm den mal weg. Ich nehme ihn mal weg, ja. Ist ja lustig, wenn deiner jetzt stirbt. Lol. Achso. Keine Charaktere auf dem Joypad. So. Jetzt bist du Batman, nee, das ist ja auch bescheuert. Jetzt bin ich Batman. Nee, okay, sobald wir das Pad hier auswechseln, brauchen mit wir Figuren. Was kannst du dann, wenn ich einen auf das... Kannst du Gandalf darauf machen? Nochmal Gandalf drauf? Na, bestimmt, oder? Aber ihr könnt die Männchen einfach auch auf die weißen Flächen außen setzen. Ach so. Okay. Machen wir mal Marty McFly. Ach, deswegen war der DeLorean auch gerade benutzbar. Dann machen wir Marty McFly dahin. Setzen. Okay, du warst der DeLorean. Genau, drück mal jetzt fortsetzen. Drück mal fortsetzen. Nee, du musst fortsetzen machen. Okay, jetzt drücke ich so und jetzt setze ich hier einen so einen Pin da hin und bin Batman. Du bist Batman, geil. Sehr gut. Ich bin Batman. Du bist Batman. Was kann ich denn überhaupt? Du kannst sicherlich einen Batarang werfen. Ich kann auch Hoverboarden vor allen Dingen. Ich kann ja mit der Gitarre halt zerbrechbare Gegenstände zerstören. Ich überlege gerade, wer kann... Ah, okay, das ist dieser Bildschirmsplit, den man dann hat. Ja, ja, genau. Das finde ich aber ganz schön geregelt eigentlich. Das ist aber schon seit einigen Jahren so in den Lego-Spielen. Ich muss dich leider enttäuschen, das ist nicht aus Lego Dimensions. Das ist okay. Ich war, das letzte, was ich wirklich aktiv gespielt habe, war Lego Star Wars. Boah, ich habe hier oben gerade was gemacht. Lego Star Wars, das letzte Lego Star Wars war Lego Star Wars Clone Wars. Kannst du das dazu gewinnen, um über große Lücken zu spielen? Was kann ich denn hier oben machen? Aber was sind große Lücken? Warum boxe ich die ganze Zeit hier oben diese Box und nichts passiert? Da oben kann nur David was machen mit dem Hoverboard. Ach so. Ah, okay. Aber du musst also da oben hochfahren. Wie komme ich denn aber hoch mit dem Hoverboard? Ja. Wahrscheinlich hier am Rand oder so. Ah, guck an. Hast du es gerufen? Nee, es ist mir einfach gefolgt. Nice. Achso, nee, es geht aber nicht um die Lücke, es geht tatsächlich um das Fragezeichen. Achso, das Fragezeichen-Ding war einfach nur der Hinweis, dass er da hätte rüberfahren können. Ich bin wieder runtergefallen. Ich gehe mal wieder hoch. Mach mal. Ich klopp hier mal die goldene Uhr, die mir überhaupt nichts bringt. Nee, guck mal, es ist mir einfach gefolgt. Das ist ja schlau. Jetzt hovere ich darüber. Die absolute Zerkloppung. Ah, guck mal an. Ich schmeiß es dahin. Ah, und jetzt können wir an das... Ein Toaster! Ja. Geilon! Anders Breivik können wir jetzt. Anders Breivik? Ja. Ey, was haust du mich? Was haust du mich? Ich hau dich zurück. Warum hast du eigentlich so eine coole Gesundheitsanzeige und ich nicht? Na, weil du ja dich nur reingeseppt hast quasi. Ich wette mal, Batman hat kleine Fledermäuse in der Batman-Welt. Fabian, weißt du eigentlich, was es eigentlich für Welten gibt? Du meinst jetzt im Spiel, wenn man nur die normalen Charaktere hat? Genau. Da gibt es so einen richtigen Story-Modus, wo du, glaube ich, so 15 bis 20 Levels hast, die auch so verschiedene Themen von Warner abdecken, so Wizard of Oz und Lego Movie und solche Geschichten. Ah, ja. Also der Zauberer von Oz gibt's noch, Lego Movie, Portal hatte ich ja noch gesagt. Portal finde ich ja halt doch sehr, sehr cool. Ach, es gibt keinen Double Jump, das ist natürlich doof. Oh, so, jetzt ist der... Ah, da stellst du... Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Welcher Film war das? War das der erste? Wo er Gitarre spielt? Also du weißt... Ach, das meinst du? Das ist, glaube ich, der erste, ja. War das der erste Film, wo er dann so bei so einem riesigen... Naja, vor so einer Amp-Wand steht eigentlich. Nee, war es eine Amp-Wand? Ich weiß gerade gar nicht. Schon eine Weile her, ne? Ich überspringe das mal. Ah, jetzt kommt die Szene, genau. Das ist jetzt quasi, wo Doc Brown ihm den DeLorean zeigt. Du spielst also den ersten Film nach. Ich überlege, ob wir den... Also der DeLorean ist ja jetzt gerade da. Ja. Ach, guck, originalen Voice-Actern. Das ist übrigens bei Lego Jurassic Park ziemlich krude, weil die da
einfach die Voice-Files aus dem Film genommen haben. Mit Hintergrundgeräuschen? Mit, zum Teil mit Hintergrundgeräuschen und vor allen Dingen ganz schlecht abgemischt dann auch. Ah, ja. Ging halt gar nicht anders. Genau, daran habe ich nämlich gerade gedacht, ob sie das hier getan haben, aber es klingt viel zu gut. Oh nein, die Albaner. Oh nein. Ich hab mir was von ihnen geborgt. Schnell, versteck dich. Ich lenk sie ab. Au. Au. Ich mag einfach, dass dieser Lego-Humor immer noch in diesen Spielen. Ja, also für mich hat er sich halt hart abgenutzt mittlerweile. Er ist ja schon immer dasselbe. Ja. Ach, ein Schwein. Das Schwein kommt halt auch in jedem Lego-Spiel vor. Aber ich muss sagen, und das war jetzt auch bei Lego Jurassic Park wieder so, es kommt immer das Feeling der Filme auch auf. Also es macht schon immer wieder Spaß, die Lego-Version der Filme auch nochmal dann zu sehen. Müssen wir jetzt nebenbei ausweichen? Was kann ich denn hier machen an dem Ding hier? Gar nichts, glaube ich. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp jetzt, weil ich habe da auch ein bisschen gehangen. Ihr müsst nach rechts laufen und müsst euch hinter diesen Mülltonnen immer verstecken, damit die zerstören. So, speichern sofort. Achso, ah. Die Mülltonnen zerstören. Gut, dann. Währenddessen klopfe ich auf Einkaufswagen. Ja, ich glaube, die meint er. Achso, Bad Karate. Dann sollen sie doch bitte mal die Einkaufswagen. Unsere Regie ist nicht die schlauste. Nee, ihr müsst vorher noch was anderes machen. Ich habe mich vertan. Die müssen da erst mit dem Auto noch reinkommen. Ihr müsst noch eine Kleinigkeit vorher machen. Das müsst ihr aber selbst rausfinden. Nö, dann spiele ich nicht mehr. Hier, vielleicht an diesem Hebel hebeln. Hebel doch mal. Bap, 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 bap. Kreis, 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 kreis. Kreis, kreis, kreis. Hey, ich habe nur einen Einkaufswagen mehr rausgerissen. Den ich jetzt aber wenigstens zerkloppen. Ach so, ah! Herr Fusionsgenerator, wie hast du ein Achievement? Ja, weil ich mir ziemlich gut. Achievement, ja, das ist doch der einzige Grund, warum du überhaupt spielst, oder? Ja. David Hein. Achievement Hunter. Spielt auch gern mit Guide. Scheiß auf Story. Ah, siehst du, wieder was geschafft. Ah, wieder was geschafft. Wir haben es im Leben weit gebracht, wenn wir in einem Spiel die nächsten Level freigemacht haben. Wie machst du das eigentlich? Und warum stecke ich jetzt da drin fest? Warte, ich baue dich raus. Ah. Eine Rampe. Da kannst du doch glatt mal mit dem Hoverboard drüber hovern. I will try. Kann er nicht mal rüber laufen. Das ist wirklich, das Hoverboards only, tut mir leid, das ist eine sehr elitäre Rampe. Huch! Was war das? Ah! Und jetzt müssen wir uns verstecken. Oh, woher weißt du das? Rötliche Intuition. Sag mal, riecht's hier gerade verbrannt? Das ist Ingame, glaube ich. Das riecht gerade sehr verbrannt hier. Vielleicht brenne ich ja. Hier riecht's gerade verdammt verbrannt. Aber sieht's auch verbrannt aus. Und? But does it blend? Da sind brennen. Feuerwehrmann! Riechst du das? Riecht auch in der Regie so. Auch in der Regie so? Achso, das kann natürlich sein. Hier haben wir direkt den Klimaanzug, nämlich neben dem Studio. Und wenn daneben jemand zum Beispiel qualvoll verbrennt, dann riechen wir das hier drin. Ah, das ist ja geil eigentlich. Das ist schon sehr geil, ja. Boah, Alter! Sagen. Oh, du bist jetzt auf meinem Board. I'm Batman. Können wir nicht noch eine zweite Vehikel? Eine zweite Vehikel, ja. Guck mal, ich stelle einfach mal das Batmobil jetzt da drauf. Und? Ja, geil, Alter! Oh, das ist ja saucool. Batman! Dass wir hier auch noch mal was bauen. Jetzt noch mal ganz. Oh, shit! I died! You died it. But did he died it? Wie oft kann man denn da reinfahren? Die ganze Zeit. Ups, nee, jetzt ist vorbei. Tut mir leid, ich bin gerade rückwärts in dein Batmobil gefahren. Mein Batmobil? Ich hab doch gar nicht. Hä, warte mal. So, er hat sich gerade in seiner Steuerung verhakt und wollte überhaupt nicht mehr. Ich fahre da einfach mal gegen jetzt. Ja, irgendwas. Ich ramm die jetzt. Ich nehme mich jetzt beim Parken einfach extrem dämlich. Hier ist noch einer. Den haben wir übersehen. Er hat gerade eine Banane auf dein Board geworfen, pass auf. Ich nicht übersehen. Irgendwie. Wir haben einfach nichts. Ich wüsste wieder gar nicht, wo ich bin. So, und warum fahre ich rückwärts? Warum fahre ich wieder rückwärts? So? Ah, okay, man muss, wenn sich die Kameraeinstellung so ein bisschen ändert, muss man echt kurz den Stick loslassen. Ist ein bisschen wie bei Until Dawn.
wo du eigentlich nach rechts lenkst, dann ändert sich die Kameraeinstellung und du müsstest auf dem Bild eigentlich nach unten lenken, aber er bleibt so lange in die Richtung, ja, obwohl du nach rechts lenkst, bis du den Stick einmal loslässt und er sich quasi neu kalibriert. Das sieht doch hier auch aus wie eine Rampe, oder? Ihr müsst den DeLorean benutzen. Ah, den DeLorean benutzen? Das ist natürlich hart intelligent. Dann nehme ich mal dein Bettmobil hier weg und stell mal den DeLorean dahin. Den DeLorean dahin. Was? So. Dann nimm du mal den DeLorean. Hast du jetzt auch X gedrückt? Nein. Ich fahre jetzt hier. Ich muss gedrückt halten. Ah. Ah. DeLorean Zeitmaschine. Brum, 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 brum. Das sieht so scheiße aus. Piu! Achso, ah! Ah! Aber. Und jetzt im Fahrrad geben. Ah, jetzt 70 Meilen pro Sekunde. Ah ja. Das war ja knapp. Bad. Knapp. Geil, Alter. Ist in dem Kühlschrank drin. Das ist super. Dieses Auto ist so großartig scheiße. Wie zerstört man jetzt? Na, du musst wieder. Oh, hier ist ein Block des Wissens. Halt, stopp! Oh shit, den habe ich kaputt gemacht. Nur Charaktere wie die Silber-Lego-Explosion verursachen können silberne Lego-Gegenstände. Haben wir nicht, ne? Haben wir nicht, wir haben keine Hexe. Was passiert denn, wenn ich jetzt eigentlich Wilds da noch draufstelle? Nichts. Und wenn ich Wilds da draufstelle und Batman wegnehme. Doch, warte mal, da hinten ist Wilds da, siehst du sie? Wenn ich jetzt Batman wegnehme, müsste ich ja Wildstyle sein. Aha. Aber wie benutzt du deine. Oh shit, wie benutzt du deine Superkraft? Eigentlich auf. Also ich halte gerade einfach das Viereck gedrückt. Okay. Vielleicht kann ja Gandalf Silberexplosion machen. Das ist natürlich geil. Das war in den anderen Spielen schon so, dass du immer spezielle Charaktere brauchtest, die irgendwas konnten. Ja, ja, genau. Ja, jetzt gemacht. Ja, da. Hier oben ist eine Sichel. Ah, was ist hier los? Ah, guck an, hier kann ich wieder rüberschwingen. Ich habe Kreis gedrückt und jetzt habe ich ein Schutzschild. Aber da komme ich doch im Leben nicht hoch. Nee, du kannst ja auch nicht, weil ich ja nur mit meinem Board hier rüber. Ja, ich bin David Hein, ich kann darüber. Ach, Batman, guck mal hier, da spiele ich doch hier glatt mal Batman. Das finde ich lustig, dass du die Charaktere jetzt halt nicht mehr im Menü ändern musst, sondern direkt auf das Ding schalten. Ich will stellen, aber nicht bei dir sein. Ich meine, das ist ja schön bei dir. Ich bin Frodo-Apparat, ich will nicht bei David Hein sein. David Schwein, Ekelhein. Ekelhein vor allen Dingen. Aber vielleicht kannst du da oben das wegzaubern. Putz! Achso, nein, ich kann. Doch. Hä? Was machst du hier? Ah, jetzt kann ich hier wieder auf meinen Board. Ah, ich habe einen blauen eingesammelt. Hoverboard, komm zu mir. Hoverboard. Yo, Hoverboard, komm rüber, Digga. Hier drüben ist noch eine Lögge. Was? Eine Lögge. So, wenn ich Viereck gedrückt halte, kann ich meinen Batarang werfen. Ich glaube ja. So, da ist mein Hoverboard. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Ach, so und nicht anders ist das. Huch. Jetzt haben wir sie wieder rausgefahren. Geil. So, ich würde sagen, wir beenden hier mit unserer Session mit Lego Dimensions. Sonst werden wir hier heute zu lang. Wir überziehen zu lang. Hier wollen auch Leute nach Hause. Eigentlich wie jedes Lego-Spiel, muss ich mal jetzt ganz offen sagen. Langsam, also sehr langsam bei mir, ist so die Luft ein bisschen raus. Aber was sie im echten Leben machen mit den Lego-Sets, die halt so Leute selber designen können, machen sie ja hier quasi auch. Haben wahrscheinlich ein bisschen Marktforschung betrieben, was ist geil. Lass also Lego draus machen. Sehr geil wäre natürlich, wenn du das umbauen könntest und dann darauf stellst und dann würde es würde ausgelesen oder gescannt werden, was du da gebaut hast. Das wäre natürlich. Aber das ist ja Zukunft. Das ist ja wie im Jahr 2015. Das ist ja zu krass. Aber da, wo Jaws 17 kommt, meinst du? Wenn ihr das Geld habt oder eure Kinder süchtig machen wollt oder selber noch Kinder seid und süchtig werden wollt, dann holt euch Lego Dimensions. Wir spielen gleich Extreme Exorcism mit dem krassesten Gast seit Gästen. Seit es Gäste gibt, kann man so sagen. Ja, wir gehen in die Werbung. Geil, Werbung. Liebig. Thank you.
guckt schon wieder sehr verwirrt. Warum da ist ja jemand in der Mitte, krass. Das gibt's ja nicht. Hallo, Kraft. Ich bin David. Sebastian, grüß dich. Hi, das ist David. Sebastian. Ich bin Frodo, das ist immer noch Sebastian. Du bist Sebastian, ja. SK. Du heißt wahrscheinlich Sebastian K. Korrekt. Nicht schlecht. Weißt du, wer genau eine Band hat, die genau nach dem Motto sich benannt hat? Martin Kesici. Dessen Band heißt nämlich MK. Oder hieß, oder? Aber auch damit K-A-Y? Also, naja, E-M-K-A-Y und auch genauso geschrieben. Also ich weiß nicht, vielleicht ist da ja... Vielleicht habe ich einen Tipp gegeben. Angel of Berlin war auf jeden Fall eine großartige Nummer. Jetzt würde ich, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, du bist YouTuber und machst da was mit Games. Korrekt, ja. Möchtest du uns und die Zuschauer aufklären, was genau du tust? Ja, gerne. Also mein Kanal heißt SK und ich spiele auf YouTube Minecraft und andere Spiele. Rocket League mal gelegentlich, GTA 5 und hier unter ein paar Blogs. Die sind übrigens alle in der Liste der meistgeklickten Videogame-Franchises. Auf welchem Kanal gibt es dieses Video? Ich glaube, auf Dr. Freud gibt es das. Noch nicht, gut, aber bald. Aber auf Behind vielleicht auch irgendwelche Videos demnächst? Oder gerade aktuell, die du pushen willst? Nö, bei mir gibt es keine Videos mehr. Nee, ich muss ich sitze ja hier so rum. Ja, über Frodo-Apparat. Wir sollten ein Joint Venture starten und reinmachen. Du bist verwandt mit einem der Crafter-Jungs, habe ich mir sagen lassen. Korrekt, ja. Aber also ich finde das immer doof, wenn man vorgestellt wird als der Sohn von oder der das Bruder. War ja eine Zusatzinformation. Wurde uns als Zusatz. Deswegen lassen wir das jetzt hier völlig unter den Tisch fallen, weitestgehend, und wollen zu sprechen kommen darauf. Mich würde mal interessieren, ich hatte es vorhin kurz angesprochen. Fängst du an mit dem Thema YouTube-Gaming oder mit Let's Playen, weil du dir denkst so, guck mal hier, Minecraft ist ein geiles Game, oder weil du sagst so, das ist das, was erfolgreich ist? Also am Anfang habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, dass Minecraft absolut scheiße ist. So, weil, so wie ich. Ja, es ist wirklich so. Wenn man es absolut ist, ja. Weil, wenn man es selbst nicht spielt, hört man, glaube ich, irgendwie so von allen so, Minecraft ist irgendwie Käse. Und dann habe ich über Luca, Concrafter, am Anfang mal mitbekommen, dass es sowas in Minecraft gibt, dass man das irgendwie auf YouTube spielen kann, und war im Sommerurlaub 12, glaube ich. Nee, Sommerurlaub 13 sogar. Wir fahren immer mit Luca in Urlaub, also das ist so die Hintergrundstory. Und Luca hat da Max dazu gebracht, also meinen Bruder, mit YouTube anzufangen und auch Minecraft zu machen. Ah, okay. Und da kam ich so ein bisschen in Kontakt mit dieser ganzen Geschichte und habe das bei Max dann immer so gesehen. Also man wohnt halt in einem Haus und dann geht er irgendwie sein Zimmer, nimmt auf und... Fragst dich, warum er auf einmal so laut rumbrüllt. Ich, ja. Wutwichsen oder was da los? Ja, und das noch auf Kamera aufnehmen, das Wutwichsen. Läuft bestimmt irgendwo. Also. Ja, David Hein guckt auch Sachen, die willst du gar nicht... LPW vielleicht demnächst? Die willst du nicht sehen. Nee, so war das. Und irgendwie war ich dann so mega heiß darauf, das auch selbst zu machen, weil ich das einfach cool fand. Ja. Ich hab dann Max immer so genervt, ich wollte mich immer daneben setzen, weil wenn er aufgenommen hat, und er war schon richtig piss, weil er das einfach nicht cool fand, weil das irgendwie für ihn auch noch neu war. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann fängst du selbst mal an. Bist du der Ältere von euch beiden? Ja. Okay, wie alt bist du denn? Man fragt nicht nach dem Alter, aber du siehst nicht so aus wie die meisten, die ja so, die relativ jung sind im Let's Play-Genre. Ja, ich bin noch relativ jung, 19. Aber, warte, heute ist der erste. Also wirst du... 3 Tagen werde ich 20. Boah, krass. Ja, na dann. Können wir ja fast auf dich auch anstoßen. Du hast ja Wiele Floyd am selben Montag Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Oktober Geburtstag. Im selben Oktober. Herzlichen Glückwunsch an den Wiele Floyd. Im selben Oktober auch noch. Am selben Oktober, ja. Du und ich, ne? Oktober. Ja, haben wir Geburtstag. Würde ich gleich in meinen Kanalbanner reinschreiben. Okay, das ist tatsächlich sehr jung. Wie viel Abonnenten hast du? 73.000. Das ist ja noch gar nicht so viel wie... Wie viel hast du? 102.000. Ja. Aber ich mache ja keine Videos, also ist ja klar, dass da keine Abonnenten sind. Die kommen selbst so rein. Die kamen so einfach so, ja. Kanal und rein so, hier, was gibt's hier? Nichts. Oh, geil, da habe ich ab und zu mal Bock drauf. Seit wann machst du denn das? Dann tatsächlich seit 2013 oder hast du erst letztes Jahr angefangen? Seit Dezember 13. Ja. Nicht schlecht, also dafür ist das dann eine gute Zahl, ja. Und dann gibt's was so für Projekte, also bist du bei diesen Projekten auch dabei? So, Varo war jetzt das Einzige, was ich mitbekommen Minecraft habe. Leben und wie die alle heißen. Ja, bei Leben war ich tatsächlich nicht dabei, aber bei Minecraft Varo, bei Varo 3. Beim letzten Mal schon, allerdings in der ersten Folge gestorben. Ja, sehr gut, ja. Ich hatte ja dich geholt. Die Buddies zocken, heißen die Jungs. Ah. Buddies! Ich hatte jetzt das letzte Mal gesehen, und bei einigen, die sind ja richtig da. Der Max und Kedos. Kedos ist doch auch instant verreckt. Das haben wir den gekillt. Ach! Ihr habt ihn gekillt. Dann habe ich das Video nämlich gesehen. Ich habe euer Video, glaube ich, sogar gesehen. Dann machen die Videos auf einmal. Und ihr habt da gleich danach, glaube ich, sogar den Sack voll bekommen, oder? Ja, genau. Wir haben. Also ich und Kadel, mein Teampartner, wir laufen so in den Wald rein und sehen dann... Vive AD war, glaube ich, euer, oder? Vive, wie meinst du Vive? Ja?
Kaddel, Kotenkaddel heißt, ist mein Teampartner. Ja, aber euch hatte, Vive hatte dich, glaube ich, abgemurkst, oder? Nee, die Buddies. Buddies Zocken heißen die. Also Kevin und? Ich glaube, die heißen Beni, Beni und noch was. Grüße an euch, falls ihr das seht. Ach so, ich dachte, das hat was mit Kevin zu tun. Ja, Kevin wie Großkreuz oder wie? Nee, na, wie heißt er denn? Kevin LP? Heißt er sogar Kevin LP, oder? Nee. Der sagt doch immer, Buddies! Keine Ahnung, ich kenne die Buddies Socken nicht. Ich kenne den auch erst seit Last Man Standing und deswegen sage ich immer, Buddies! Benikraft war dabei und dieser LP mit Kev. LP den mit meine Kev, ich. Du? LP ja, mit Kev meine ich, nicht Kevin LP. Geilo! Ja. Genau, Geilo war das. Genau. Geilo, ja, alles klar. Genau der. Ja, war auf jeden Fall knackig. Also wir laufen so in den Wald rein, dann sehen wir Kedos und mit wem hat der geteamt? Kukielka, glaube ich? Ich glaube, ja. Von hinten und rennt halt drauf. Kedos sollte noch aufpassen. Genau, das war, ich gehe nur mal kurz nach Essen gucken. Ich habe dann euren Stream gesehen, wo ihr sagtet so, ey, ich sehe Kedos. Und dann ihr gleich rauf, Kedos, irgendwie mit dem Rücken zu euch gestanden. Ja, das war lucky. Sehr gut, das war sehr lucky. Aber es sind sowieso viele Leute gestorben in der ersten Folge, ne? Übertrieben. Ich glaub, Max doch auch bei, ne, Kedos war beim Wassertrinken auch, ne? Kedos hat dann sein Wasser getrunken, wohlwissend, dass er sterben würde. Hat dann gedacht, okay, fuck it, jetzt trinke ich mein Wasser fertig. Aber ich glaube, es waren 18 Leute, die gestorben sind. Ja, es war relativ heftig. Ich weiß, Tenendo und Max sind gestorben. Dena ist gestorben. Dena, aber auch sehr dumm. Also war Dena, grandios, der Erste. Ja. Wer hat Dena erwischt nochmal? Das weiß ich gar nicht. Vorher schon mit Fall Damage ich glaub, auf jeden Fall. Ich glaube, Vive hat den weggemacht. Veni war hinter Dena her. Und Dena fiel dann irgendwie vom Baum runter. Aber es war kein Kill, weil irgendwie... Er ist ein Volldamage. Er fiel vom Baum runter, Veni hat ihm 3 Hits gegeben davor schon. Das ist halt irgendwie noch schlimmer eigentlich. Das war gerade das Nerdigste, was ihr von mir jemals hören werdet zum Thema Minecraft, weil ich, wie gesagt, dieses Spiel bis heute nicht verstanden habe und auch ein bisschen nicht verstehen will. Ich bin da alt und störrisch wie so ein alter Klepper. Aber gut informiert. Ja, so ein bisschen. Also, komm aber auch nicht rein. Auch in so ein Spiel, wir haben mal Creativerse gespielt und noch so eins. Und diese Spiele, wo es kein Objective gibt, also so gar nicht. Außer den Story-Modus, aber weiß ich nicht, das wird mir immer so schnell langweilig. Also ich könnte mich nicht hinsetzen und ein Haus bauen, da würde ich ja... Ich hatte mich mal in die Alpha von Cube World eingekauft. Kennt das einer? Cube World? Das sollte quasi Minecraft mit... ich glaube Cube World oder Cube, irgendwie sowas. Und das sollte Minecraft mit Story-Modus sein. Okay. Das war eher so MMO-ig angehaucht und konntest auch so questen und... Von Lego gab es doch dann auch noch eins, oder? Lego Minecraft, oder? Genau, nee, es gab also so ein... Das wäre so der Overkill. So. Ja, das kann man kaufen tatsächlich. Das schon, oder? Du kannst Lego Minecraft im Laden kaufen, aber es gibt es nicht als Spiel. Also Minecraft aber irgendwie schon. So eine Art Minecraft mit Lego, oder habe ich das geträumt? Ja. Es gab da so YouTuber-Editionen. Die haben, glaube ich, mal ein paar YouTubern Looten, Lego-Sets zugeschickt. Vielleicht, Kacke. Ich weiß, vielleicht sogar mit deren eigenen Figuren da drin, mit den Minecraft-Skins. Wir spielen jetzt mal ein Spiel, das überhaupt nichts mit sowas zu tun hat. Bist du so ein bisschen... Abwechslung. Ja. Bist du ein bisschen Indie-Spiele bewandert oder machst du das mal ab und zu? Es ist PlayStation Network. Ich bin so einer, der sehr, sehr gerne sich so die Titel runterlädt, so, solche Titel. Ja. Indie selten, aber ich bin absolut offen dafür. Dann? Abwechslung schadet. Wenn du offen dafür bist, dann spielen wir jetzt ein Spiel... Indie-neugierig, wie man so schön sagt. Das treibt dir den Teufel von Minecraft hoffentlich aus, nämlich Extreme Exorcism. mein Controller will sich gerade nicht connecten. Wie ist es meiner ist auf der 2. Meiner ist noch gar nichts. Meiner ist 3. Ist meiner ist die 1. Nice. Wir spielen Extreme Exorcism. Ah. Ich bin ganz oben und zwar möchte ich die... Ich bin blau. Du bist blau, dann bin ich rot. Ich trage heute den ganzen Tag schon eine Sonnenbrille. Dann bin ich gelb. Ich will gelb sein, weil die hat, sie hat so eine Piratenaugenklappe. Wie hieß meiner eigentlich? Ace Blade. Ja, easy. Okay. Sylvia Barons. Das klingt wie so ein Pornoname. Oh, da sind Schwestern dabei, ne? Mikoto Itako, jawohl. Alles klar. Wenn du Sylvia bist und er May Burns, dann hättet ihr theoretisch Schwestern sein können. So. Kein Score. Mikoto klang ja cooler. Ja, Mikoto. Mikoto? Mikoto ist Sukoto. Ah, danke schön. Tomo arigato, Koto. Das Feuer. Ich hab keine Ahnung. Also auf A ist Springen und auf B, auf Quatsch, auf X ist Schießen. Okay, Double Jumpen, so. Ich kann euch schon wegmachen jetzt. Alles klar. Ja, aber ich glaube, wir machen uns doch nicht weg. Warte. Das ist die Waffe. Ja, okay, nice. Ach, chillig, komm. Hier hoch. Da ist ein Viech. Ach, wir machen uns nicht gegenseitig. Warte, ich hab ihn. Wir machen Viecher weg. Alter Schwede, easy. Aber ich hab, du kannst bis zu 3 Waffen übrigens aufnehmen und die werden dann immer gleichzeitig abgefeuert. Wo bin ich denn? Oh, das Schwert ist geil. Nice. Du machst übrigens genau das, was du in der Runde davor gemacht hast. Aha! Das heißt, der wird jetzt gleich da oben nach links gehen. Ist das eine Nerfgun da unten? Warte. Ah, das ist da unten war ich nämlich vorhin. Nein, das ist der Geist. Alter Schwede, ich bin. Das heißt, je weniger du jetzt geht er oben lang, geht in die Ecke und kriegt
auf den Sa- oh. Bats, hab ich ihn wieder erwischt. Alter, ich bin so ein Könnoer. Könnoer. Mit null. David Hein, der Könnoer. Let's go. Oh shit. Wo war die Shotgun hier? Ah, nein! Ich hatte ihn doch direkt. Geist. Oh, wieder weg, ey, Alter, ich bin so gut. Oh, jetzt wird's aber langsam echt ein bisschen übel, ne? Ich finde mich gerade nicht mehr. Ich glaube, der Trick ist, den mit der Krone zu töten, ne? Genau, den Alter, mit Airkill. Oh, ah, der mit der Krone ist der Hauptgeist. Genau. Quasi. Ah, verstehe. So, ich schau mal hier nochmal. Ich am Anfang. Oh, Scheit. Jetzt oh, shit. Warte mal, haben wir eine Waffe für mich? Fuck. Ah, Vogelswaffen. Bogelswaffen. Nein. Wer ist denn Link? Ich hab die Harpune. Aua, ich bin tot. Was? Da unten ist der Kron. Ist der Kron, Heini-Typ noch? Alter, wo ist denn der mit der Krone? Ich sehe gar niemanden. Da unten rechts, oder? Ah, ja, der ist gerade in der Mitte. Oh, Scheiße, das ist meiner, glaube ich. Leuchtgranate da. Respawn ich da? Nein. Ich respawn nicht. Ich bin raus. Dann hast du keine Leben mehr. Oh, was? So. Ich habe mich selber abgelöst. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich glaube ich der. Ah, da, wer war es wieder? Wer hat ihn kaputt gemacht? David the Main Hein. David the Main. Oh nein! Ich bin tot gleich gelandet. Was geht? Ach nee, ich bin uns aufpassen. Also beide nur noch ein Leben, ne? Nein, fuck. Nächster tot. Alter, was ist das für ein Move, Junge? Und noch ein! Easy! Wie, ist das so ein Special Move oder was? Ich habe Flügel eingesammelt. Ich auf jeden Fall hart mit rasiert gerade. Und Frodo, du bist blau, ne? Ja. Alter Schwede. Ah, okay, jetzt bin ich wieder drin. Nice. Ei. Ihr habt mich quasi gerettet. Ich glaube, wenn ihr die Runde packt, dann komme ich in einem Leben wieder zurück. So, sobald hier einer runterkommt, kriegt er von mir auf den Sack. Oh. Der Blaue ist, glaube ich, meiner. Das heißt, bam. Alter, das war sauknapp. Die Flügel übrigens, da kriegst du so eine Aura. Anfang immer gar nicht. So, jetzt bin ich da oben direkt neben dem Geist. Oh, die Flügel. Nice. Oh. Das war schlecht getimt. Einen erwisch noch. Ah, bam. Yo, stark. Nice. Ich bin absolut unqualifiziert als Exorzist. Übertrieben gut. Oh, da gibt's eine Shotgun, die will ich haben. Wer soll ich dann überstehen? Ich finde mich wieder nicht. Oder kann man auch. Man kann mehrere Waffen haben. Oh, genau, dann schießt er die alle gleichzeitig. Jetzt habe ich eine Pistole und ein Schwert. Ah, fuck! Jetzt geht's ab. Da oben ist er. Komm, jetzt mich auch rein. Komm. Ja, hol ihn dir. Geist. Der springt halt irgendeiner von uns. Nein. Und jetzt? Wo ist er? Da. Ja, sehr gut. Nice. Der erste Kill. Du sagst Geist. Geist. Alles klar. Oh, ah, fuck. Nein, ich wollte ihn noch zünden, damit der. Komm, Geister kenn ich. Da drüben ist er. Ich hab jetzt gar nichts. Oh, was gibt's denn da oben? Hier gibt's. Aua, ey, wie hat er das denn gemacht? Ich bin auch gestorben. Ich hätte einfach keine Waffe. Achso, ich lebe noch. Du lebst noch, Frodo. Komm, du musst jetzt retten. Oh, Scheiße! Oh, da hat er gedacht, er kriegt sie. Oh, Double Kill! Pray. Naja, das war ja nur geradeaus. So, hier unten gibt's. Jetzt musst du nochmal alleine rein. Du bist alleine. Alter, was hab ich denn krasses? Als kleine Zusatzinformation, das Spiel gibt's auf Steam, kostet so 13 Euro. Warte einfach hier unten. Das kann man nicht mal let's play, ne? Alter. Ist ein nettes. Wäre ja mal eine Sache. Irgendwer ist gerade wiedergekommen. Player One. Gut, dann kann ich jetzt auch wieder ein bisschen. Nice. Ah, schön. Oh, mein Raketenwerfer ist auch leer. Warum wird mir das nicht angezeigt? Ein Respawn pro Runde scheinbar. Okay, jetzt hab ich die Angel Aura. Da musst du halt. Ja, musst du warten. Ich dachte, der will zu mir. Okay. Der Geist schießt einfach quer rüber. Ja, sehr gut, dann ist er ja nämlich hier weg. Zack. Ah, da habe ich ihn erwischt. Hast du den erwischt? Der war da unten links, hat er gechillt. Nice. Könnt ihr mal den Mauspfeil aus dem Bild bewegen? Möglich? Nee, du kannst aber alle auf einmal fahren. Was? Oh, shit. Ja, der Mauspfeil aus dem Bild. Ah, da unten rechts ist. Warte, den König hole ich mir. Nein! Nein! Doppel-Nein, Triple-Nein, ganz viele Neinen. Oh. Junge, die sind so übertrieben. 999. Aua. David! Ja, was soll ich machen? Die Homebase chillen. Ich chille sie. Unten rechts ist er. Gib ihm, töt ihn rechts. Ja, nice. Das ist eine schöne Killcam. Oh. Jetzt bist du wieder alleine. Ich bin immer voll verwirrt. Oh je. Ich würde an deiner Stelle nach unten links gehen. Oder unten rechts, er hat keine Waffe. Der König ist da gerade wirklich auf Speed oben unterwegs. Ah, scheiße. Ärgerlich. Es sind zu viele. Gute Performance, aber. Krass. Ja. Nächste Freistellung bei 200 Kills. Das war aber schon gut. Ja. Definitiv. Also eigentlich sind wir jetzt von euch zumindest. Ultra Pro. So, wir wechseln mal das Level. Wir gehen jetzt in die Bibliothek. Ja, ist die einzige, die noch freigeschaltet ist. Na dann. Rein hier. Player 2. Es gibt gar keine Waffen für mich. Du hast halt ein Wurfmesser. Super. Nice. Aber gut, warte mal. Ah, scheiße, wir hätten gar nicht so viel rumlaufen müssen. Das ist saudämlich, ne? Jetzt ist die Frage, läuft der da oben so, wie du gerade läufst? Müsste er ja. Oh, der. Alter, das ist ja wie in Hogwarts. Die Treppen verschieben sich. Guck mal.
Ja. So, das heißt, es der bleibt jetzt Hogwarts. Es ist Hogwarts. Es ist Hogwarts. So. Boah! Dreimal daneben, ey. Schlecht getimt. Erstmal schläger und komm ran. Das bewegt sich leider. Easy, Alter. Na, David, warum bist du denn vorhin so rumgesprungen? Na, weil ich den wegmachen musste. Ja, aber Du. Ich bin gerade so ein bisschen im Nachteil. Er kann durch die Wände, wir nicht. Aber Frodo holt ihn. Aber das hätte sitzen müssen an einfach professionelle Arbeit hier. Das ist einfach halt no scope nicht, nicht nur nicht wie bei Science of Gaming. Das ist hier, da sind Profis an der Start. Da haben wir noch einen. Ist ein Bumerang hier? Ich glaub, ne? Ach, da oben bin jetzt ich. Ich kann Gretchen. Guck mal, aber hier. Dann schieße ich ja jetzt ewig nicht. Uah. Vorsicht, der schießt noch mal. Ja. Also ich wusste ja, was ich gemacht habe an der Stelle. Ach, der schießt dann auch genauso, genau. Ja? Ah. Gut zu know. Ey, Treppe für dich. Oh, komm. Ja, jetzt ist ja nice. Ich hatte weder eine Waffe noch irgendwas. Also, man müsste glauben, dass du weit mehr machst als nur Minecraft Let's Plays. Ey, ich bin hier. Also, nein, ja, oh, nein! Er holt mich. Nein. Hat er eine Knarre? Das gibt's doch nicht. Extreme Exorcism Profi ist das ja schon. Das ist ja. Aber auch der extremste aller Exorzismen, der hier gerade geschieht. Keine Waffe, das hier ist ja scheiße. Der kriegt gleich die Angel Aura. Ach, er kriegt die Angel Aura nicht, weil er sie nicht haben kann. Das ist ja gut. Ah. Ja, Gott sei Dank. Das die Angel Aura macht, muss man die noch aktivieren? Oder hat naja, die musst halt du noch mal aktivieren. Aber das heißt, er kommt jetzt auch gleich wieder hier runter. Ich sterbe jetzt. Müsstest du... Ja. So. Und noch einen. So. Oh, ich... Das ist echt ein ziemlich lustiges Spiel. Ja, das macht Spaß. Es ist so ein bisschen... Es fehlt mir noch so ein bisschen dieser kompetitive Gedanke. Achso, ich bin gar nicht runtergefallen. Warum haben die Dinger jetzt auch Knarren? Das ist hier so. Ja, weil du Knarren hattest. Da oben rechts steht Der wird es raus. Ich find's cooler, wenn es jetzt noch so ein kompetitiven Gedanke hätte. Also, dass so wie bei Duck Game am Ende noch so eine Abrechnung wäre. Es gibt aber was? Auch, ihr könnt auch Deathmatch spielen. Da spielt ihr gegeneinander. Das könnt ihr nachher nochmal machen. Lass mal dann jetzt eine Runde Deathmatch spielen als nächstes. Kann man auch nach oben schießen? Achso, fuck, ich lebe ja noch. Du lebst noch? Alter. Bist du auch bei mir? Geh mal weg jetzt. Ich lebe ja auch. Oder ist der König, Ruhe. Wo ist denn der König? Was ist das? Ein Scharfschützen, wer was nicht schießt? Eine absolute Kaputtmachung. Ja. Ich stehe hier oben bei den Königen ohne Waffen, das ist ja jetzt schlecht. Mikoto, Tico. Aua. Domo arigato, Mister. Kaputtmachung. Nice. Ich bin ohne Waffen. Jetzt Angel Aura. Nein! Da ist er weg. Sauber. Und da springen sie mir alle noch rein. Ich bin nach wie vor unbewaffnet. Du bist unbewaffnet? Naja, aber sind wir ja alle nach dem Neustart. Ein hilfloses kleines Mädchen so. Jetzt pass. Nein! Nein! Als ob das der König ist. Ja. Okay, ich sehe schon. Er hat ihn. Pam! Hast du ihn? Ja. Also, du kannst einfach danach nehmen. Da fliegt die Krone. Ich dachte, jetzt die Waffen sind leer, aber nein. Wir sind bis Level 11 gekommen. Jetzt müssen wir beweisen. Da unten ist er. Oh Gott, der ist direkt bei mir. Boah, ey, was steckt mir ein, Alter? Was steckt mir ein? Ich habe ihn gerade zweimal frontal getroffen. Komm her, du Fickgesicht. Oh nein, ich bin in die Okay, du bist alleine. Du bist alleine, Sebastian. Oh shit. Ich bin auch noch da. So, du bist auch noch da. Und jetzt Nahkampf. Nice. Da ist er. Sehr schön. Mit dem Baseballschläger. Killcam. Ja. 14 Runden hatten wir gerade eben, ne? Ja. Ich finde mich nicht. Achso, ich bin noch. Schade. Das ist direkt der König und ich habe. Oh ne, kommt direkt runter. Sehr schön. Ja, auch in den Lauf gelaufen. Bei ihm läuft. Oh, Angel Aura. Angel Aura, genau. Die Angel Aura. Die Angel Aura. Oh shit, er hat mich geschlagen. Oh, der König kommt rein. Nice. Die Angel Aura. Ja. Die ist nicht so gut. Die ist nicht so gut. Zum Wiederbeleben. Geist-Hits zum Wiederbeleben. Okay, ihr müsst 4 Geister killen. Also, wenn ihr jetzt random auch normale Geister tötet. Und haben wir ein Team da unten. Ich weiß nicht genau, wer ihn zuerst hat, aber ich glaube, wir haben ihn einfach von hinten und von vorne gleichzeitig. Also ihr müsst jetzt 4 Geister töten, ne? Auch normale Geister. Ach so. Dann komme ich nämlich bei 3 Geistern komme ich noch wieder. Und ich habe einen. Aber müssen wir jetzt. Ach, dann sollte man lieber normale Geister. Genau, weil oben steht Geistkills zum Wiederbeleben. Das heißt, okay. Ganz easy. Dann gehen wir erstmal auf die. Oh, und gleich mit der Aura auch noch. Der hat die Aura. Geilo. Er hat sie. Er hat sie einfach. Ja, wie ist er bekannt? Er kann das. Was hat er? Die Aura. Kann er Aura? Kann er. Kann er. Wenn er eins kann, dann ist das Aura. Komm nochmal runtergesprungen, Mr. Geist. Oh. Ey, wieso ist denn der? Oh, Alter. Ich hab ihn aber umgegritscht. So, warum ist er da oben? Der kommt König. Nicht runter. Können wir runter? Der schüttet jetzt einfach. Uts. Lol, er kommt da hoch. Er wartet einfach. Also, das wär in einem First-Person-Shooter sehr nice gewesen. Okay, dann muss ich jetzt 5 Geister töten, um mich wieder zu beleben. Okay. So ist das. Da unten ist der König, das ist der König. Harpune und. Nice. Ja, ich glaube, er hat. Das ist ja wie entweder Harpune oder. Wie in der Weiße Hai 3 gerade. Ja. Gut. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal auf die Regular. Ich wollte gerade den Regular der ist immer töten. Straight bei mir. Du kannst gar nicht anders, als ihn kaputt zu töten. Ja, das ist einfach mein geistiger Instinkt.
Und jetzt hier. Ich hole hier einfach alle. Guck mal, okay, ich habe jetzt noch wen getötet, David, und zack, da kommt der Gilly. Oh, da ist er, da ist der Hein noch wieder gleich am Start. Ich zelebriere das mal mit einer Angel. I'm coming, Hein. Sehr schön. I'm coming, Hein. I'm coming. Oh, was? Der ist direkt neben mir gestorben. Insta-Kill. Er ist direkt neben mir gestorben. Mach's auch an. Spawn-Kill. Aber wirklich. Spawn-Trapper. David Hein. Spawn-Camper. Oh, da sind welche. Nein, nein, er erwischt mich von hinten. Oh, krass. Drei Geistkills. Oh, ich brauche 9 Kills. Frodo? Und offensichtlich ist er häufig gestorben. Frodo, du musst es jetzt machen. Wenn du es nicht machst. Ja, ja, gemacht. Gemacht. Noch einen, da kann ich rein. 9 Kills. Alter, was? Wie soll ich denn das alleine hinkriegen? Einer reicht, dann helfe ich dir. Angel auch ran musste. Oh, oh, oh. Den König direkt noch. Ja, einfach huch! Da habe ich aus Versehen das Objektiv. Du einfach 9-mal den König Insta um. Jetzt bin ich da. Und Angel Aura. Sehr schön. Nice. Und da springen noch ein paar rein, oder? Ja. Einer links, oh, einer. Oh ja, da bin ich ja quasi direkt alles. Da. Sehr geil. Komplette Zerwichsung. Super nice. Sexuell auf jeden Fall. Sind wir wieder alle da. War wieder back in the game. Ein bisschen Reude, aber... Reude. Oh. Mit dem Baseballschläger. Ja, wir sind richtig gut. Runde 26. Kriegen wir 30 hin, ja. Ich hab gelesen, guck mal, da ist Angel Aura gleich. Niemand hat es bisher in diese Levelhöhen geschafft. Oh, oh, beide. Double Angel Aura. Ah. Huch. Nein. Na. Connection lost. Wer war's? Click for help. Connection lost. Das ist, glaube ich, irgendwie. Nee. Ich bin's nicht. Ich weiß nicht. Ich bin's nicht. Ich bin auch noch muss, da. Nicht einer muss B drücken. Wer war's? B. So, Player One ist raus. Mein Player ist weg. Mein Player ist, der ist nicht aufgeladen gewesen, offensichtlich. Oh. Aber ich würde sagen, wir beenden es dann sowieso danach. Noch läuft's, ne? Muss ich sagen, also noch ist hier die Party fies am Laufen. Und jetzt komm hier, friss mal mein Schwert. Er haut einfach. Ach, da war genau, ich habe ihn genau in dem Moment getötet, wo ich in der Runde zuvor den King getötet habe. So, hab. Jetzt. Komm, wir probieren die 30 jetzt. Hier, mach das mal. Die 30, oh, meiner springt jetzt nach links und macht erstmal ewig. Kleine Challenge zu zweit, hier die 30. Und. Edith König, Alter, ui. Der König frisst jetzt mehrere, kann das sein? Und ich hab'n. Sehr schön. Panik. 28. Das ist doch aber alles schaffbar. 28, noch zweimal. Das müsste jetzt, pass auf, der König. Nein. Ich hab den König. Oh, bevor er mich gekillt hat. Ich wurde kaputt gemacht. Kaputtmachung. Die David Heinzel, ich hab keine Waffe. Da unten sind welche. Facergun. Oh, jetzt hab ich dich erwischt. Ah, du hast mir vor allem die Waffe weggesnackt. Oh, nein. Und zack. Wo ist denn der König? Oh. So langsam. Geil, ich kann wieder spielen, aber erst, Runs wenn ihr auch vier Geister wegmacht. Drei Geister. Oh, jetzt irgendwas passiert da unten. Okay, jetzt habe ich die Harpune. Ich habe die Harpune und... Angel Doppelkill, komm schon. Weg. Schön. Einen brauchen wir noch. David, komm. Runde 30, ja? Der kommt. Runde 30 ist da. Wir müssen nur noch David wieder ins Spiel holen. Die müssen wir noch überstehen, die Runde. Das heißt... Oh, okay. Oh, der König ist richtig aggro, der will mich. Alter, ich sehe nichts. Nein. Okay, damit bist du wieder drin? Gut, damit bin ich wieder da. In Runde 31. Dann sind wir ja, wir haben Runde 30 mit David geschafft. Dank David. Dank David. So ist es nämlich. So Heil ist David. Es nämlich. Und Gretchen. Aua. Oh, Triple Kill, komplett unten alles. Volltreffer. Rasiert. Weg. Rasiert. Er hat doch gerade einfach mal ganz kurz Gillette angerufen und hat gefragt, wie das so gründlich geht. Oh fuck, jetzt bin ich weg. Oh shit. Oh, ich bin so schon weg. Oh, und ich bin mir selbst in den eigenen Schuss reingesprungen. Nein, guck mal, Alter, nein. Nein. Also der König kommt gleich wieder runter. Ich bin unbewaffnet. Und schießt zweimal unten lang. Man kann double jumpen. Schön, dass ich das auch mal erfahren. Das hast du noch nicht mitbekommen. Jetzt bin ich tot. So, und der wird dann einfach zurückgeworfen zu dem Punkt, wo er war. Oh. Jetzt kommt er gleich wieder runter, David. Warte auf den König. Der König kommt runter und schießt sofort. Ah. Oh, das hat er überlebt. Pass auf, der schießt nochmal danach. Ja. Schön. Er ist durchgegangen. Sauber. Aber 3 für Frodo, 4 für mich. Alter, warte, ich bin alleine. Ja. Hol dir die Angel Eyes. Die Magnum. Und ja, sehr schön, die Aura. Der Eis vor allen Dingen. Geh nach links. Die Scheinwerfer hier. Nice. Und da springt doch noch einer rein. Komm schon. Nee? Einer geht noch. Oh. Leider nicht. Was wäre denn eigentlich, wenn du dann sterben würdest? Ich finde mich nicht. Dann disconnected der Player steht wieder. Steht doch aber drüber, wenn du bist. Ein Kill für Verstärkung. Da kommt die Angel Eyes. Sehr schön. Pass auf, der schießt. Und wir sind beide wieder. Oh, schade. Wir sind beide da. Aber wir sind beide da, aber ja. Ich brauch dafür Oh, 13. Lol, ich bin instant in den Geist reingesprungen. Ich habe hier oben keine Waffe. Was soll ich machen? Ja, unten sind... Nein! Das war's. Oh, das war richtig. 34 richtig. Runden, Alter. Stab des Verderbens, das ist schon krass. Und Bibliothek und Wintergarten, Alter. So, komm, wir machen noch eine Runde Deathmatch, würde ich sagen. Okay, dann musst du nochmal raus. Todesmatch. Ich bin wieder die Gelbe. Mikoto hat sich bewährt auf jeden Fall. So, und jetzt ist Duck Game angesagt, sagst du. Jetzt ist Duck Game angesagt. Wir machen eine, dann ist Schluss. Bart. Wintergarten finde ich schön. Am Wintergarten. Jetzt wird hier... Hier ist aber nicht so heimlich hier. Oh fuck, nein, ich stand doch direkt neben der Waffe. Oh nein!
Nein. Oh, was? Wieso brennt's denn da? Bitte spawn mal Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Nein, ich bin down. Ah, ich kann double jumpen. Bring nach links um in die Mitte. Nein, ich hatte keine Waffe. Ah, ja, er ist so krass. Er ist der Typ. Oh. Er macht den Sieg. Er ist der Sie. Typ. Er hat den Plan. Und Silvia gewinnt. So, damit ist klar, wer der beste Videospieler des Planeten ist. David Hein. Silvia Hein. Ja. David Silvia Hein. Wir spielen gleich nochmal Jotun. Da kann sich jeder nochmal von euch beweisen. Aber erstmal gibt's Werbung. Geil. Geil. Liebe ich. In der Zeit muss ich aber auf Toilette gehen. Mach's doch während der Show einfach, wie ja, der Siegesmund. Ja, geh jetzt auf Toilette. Gut. Oder wie sagte... sitzen immer noch die Alten, was nicht alt sind, sind die News. Die News. Wollen wir über News sprechen? Wir können ganz kurz drüber reden. Komm, es gibt dann mach es doch. Es gibt ein Akte X Reboot, das Telltale-Spiel, was es vor, was war, 5 Jahren oder was gab. Ach nee, Quatsch, das war was anderes. Jetzt wir zeigen den Trailer sogar. Ich vertausche aber schon wieder Dinge. Akte X wird gerebootet, aber als Serie. So, das war's. Und was sagen wir dazu? Die Akte X geguckt früher? Nee, also ich bin eine Erinnerung, dass ich mit 11 mal in Wales war zu so einem Sprachkurs und da lief dann abends Akte X. Und das ist das Einzige, ich weiß, das Einzige, was ich zu Akte X weiß, ist ein Funfact, nämlich, dass die Band Killswitch Engage so heißt, weil es eine Folge gab, die hieß Killswitch Engage. Ja? Bei Akte X. Und deswegen heißen die so. Ich fand die Serie früher super geil. Ich war vor allen Dingen voll der, also Mulder und Scully, ich wollte unbedingt, dass die zusammenkommen und hast du dich gerade als Shipper geoutet eigentlich? Ich bin Shipper. Mulder und Scully werden also Moldi oder Scala? Mali? Moldi? Skulder? Skulder. Ja, und jetzt X habe ich ehrlich gesagt nie gesehen, aber kennt ihr noch, wie ist diese andere Sendung? X-Factor? X-Factor. X-Factor, ja. Aber nicht die Talent-Show, sondern die alte mit diesen, ist das wahr oder? Genau, wo er diese Wortwitze. War die Geschichte mit dem Grizzly echt oder haben wir ihn einen Bären aufgebunden? Jonathan Frakes. Jonathan Frakes, ja. Frakes. Frakes? Ja, Frakes. Großartig. Franks, Blanks, Smanks, ach, alles Squank and Stanks. Wird alles mit M geschrieben. So, was gibt's noch? Zurück in die Zukunft von Telltale. Kommt wieder. Großartig. Gut, wir zeigen den Trailer offensichtlich nicht. Nee? Nee. Ja, du hast es gerade übersprungen. Ach so, den Akte X-Trailer. Mann, ich bin noch so verwirrt. Dann wollen guck wir mal. Zeigen, lieber ja, Akte X-Trailer. Los geht's. Wir zeigen ihn. It'll probably start on a Friday. What will seem like an attack on America by terrorists or Russia. Driven by a well-oiled, well-armed, and multinational group of elites. Using alien technology that government's been hiding for 70 years. Like yourself, I'm a true believer.
What I need is your expertise. You said if I ever put the pieces together that you would confirm. And have you? I've seen something. You're nearly there. You're close. I can't do this alone. Yeah. I'm here. They police us and spy on us. Tell us that makes us safer. We've never been in more danger. Then do something about it, Mulder. I have seen this before. You're on fire, believing that you're onto some truth, that you can save the world. This is my life. This is everything I believe in. You are on dangerous ground here. I know what I'm doing. We have a small problem. Wirklich so ein bisschen durch mit der Nummer. Also ja, wobei ich sagen muss, ich würde wahrscheinlich gar nicht die ganze Serie gucken, sondern nur das Finale, weil ich gespannt bin, was denn da am Ende passiert mit der Alien Technology. Dass sie quasi alles das, was in den ganzen anderen Akte X-Folgen passiert ist, vielleicht irgendwie aufgreifen und am Ende ist große. Hey, lass den, der hat Kack auf dem Kopf. Aber ist es denn nur eine Staffel? Oder das wäre eine gute Frage. Was wäre, wenn man die Scheiße hier. Haben wir auch schon gesagt. Ja. Das wäre super. Ja. In-game-Scheiße. In-game-Scheiße. Aber kostet 500 Euro dann leider. Ja, auf jeden Fall. DLC-Shit, das ist scheiße, DLC. Aber man wartet bei David Duchovny irgendwie darauf, dass er die ganze Zeit irgendwie die Olle flachlegt, oder? Naja, aber es wird halt nicht passieren. Das ist der, Generationenkonflikt hier, ne? Also ich habe Akte X damals geliebt, aber du wolltest, dass Californication nie geguckt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich habe diese Serie nie gesehen, aber für mich ist er derjenige, der Nerd, der allein in so einem Raum sitzt und dem keiner glauben will. Für euch ist er der die Bitches alle kriegt. Ja. Heute ist das ja beides dasselbe in der heutigen Kultur. Die guckt Nerd. Dich an, du als David Let's Player, die Stars von morgen, du kriegst die Bitches auch. Gut, darfst du mit 19 darfst du ja schon Geschlechtsverkehr haben, ne? Ja, ich glaube, aber nicht auf YouTube hochladen. Und vor allen Dingen nur unter Aufsicht der Eltern eigentlich. Das weiß ich ja gar nicht. Ja. Das begleitetes Ficken. Ach so, begleitetes Ficken, ja. Oder so ein Zettel. So wie so 19. Mutti-Zettel. So ein Mutti-Zettel. Mit Mutti-Zettel in den Puff gehen. Ja. Das wäre doch mal was. Wir spielen jetzt Joto, nur mal was Gehaltvolles. Wir scheißen auf, zurück in die Zukunft. Das ist dieses Spiel, von dem ich vorhin spruch, wo man eine Dame des Nordens, die gestorben ist und eigentlich gerne in die Halle der Legenden aufgenommen werden würde. Die will nach Valhalla. Leider aber quasi. Nach Valhalla, hat aber leider keine großen Taten vollbracht, weswegen sie jetzt große Taten vollbringen soll. Und das tut sie, indem sie durch eine Welt wandert, in der es vor bösen Bossen nur so wimmelt. Aber das heißt theoretisch, sie ist jetzt wieder lebendig, oder was? Ich glaube, du spielst sie wieder lebendig, ja. Die Kamera zoomt zum Teil brachial raus. Ich habe gestern so zwei, drei. Lebensbaum. Ja, ich habe zwei, drei Bosskämpfe gesehen, wo du massiv rauszoomst und das ist halt toll. Es ist handgezeichnet, es sieht schön aus. Ich mag das halt. Also wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, nee, du warst ja gar nicht dabei, dass Indie-Spiele zu häufig diesen Pixel-Look wählen, offensichtlich, um auch Geld sparen zu wollen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt einfach günstiger wahrscheinlich. Ja. Ich weiß bei Jotun gar nicht, ob es so ist wie bei Titan Souls, also dass du auch normale Gegner besiegen musst. Geh los. Was für eine schöne. Du eigentlich ein Bart, das sieht so aus, ne? Das Rote da? Das stimmt, ja. So eine Haare und Bart. Wahrscheinlich so ein Zopf oder so. Ja, nee, sie hat Zöpfe. Ginungagap. Großartig. Vielleicht auch ein Bart, also eine Dame des Nordens. Gibt's ja. Also. Es schickt sich an, einen Bart zu tragen. Ja. Oh, es schickt sich an. Der ist ein Deutschpoet. Aber es erinnert irgendwie so ein bisschen an. Oder diese gigantischen Bosskämpfe. Das letzte Mal, dass ich das gesehen habe, war, glaube ich, war das Attack on Titan? Nee. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus war das, genau. Ja, genau. Es ist auch so eine Mischung so ein bisschen aus verschiedenen Spielen. Okay, also diesen Dingern sollte ich nicht zu nahe kommen, sehe ich gerade. Du solltest vielleicht immer dann durchlaufen, wenn sie gerade nicht am Blähen sind. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, Lebensenergie wieder aufzusammeln?
Glaube nicht. Du kannst Blumen aufkaufen. Ja, hier wird gebläht. Ich werde jetzt nicht hingehen, der bläht auch gleich. Oh. Ja, aber es, hier wird gebläht. Da kommst du, glaube ich, nicht durch, oder doch? Ich kann ihn nicht töten. Du bist eigentlich vor allen Dingen auch schon tot. Ja. Ach so, das ist halt der Damage over Time, der dann noch kommt. Es ist dir nicht gelungen. Logo sieht so ein bisschen aus wie das von Abstergo, ne? Tatsächlich auch im echten Leben mein Ziel, die Götter zu beeindrucken. Leider wieder nicht geschafft. Macht David meistens, indem er die Hosen runterlässt und dann guckt er, was passiert. Ja. Es trifft ihn dann meist der Schlag. Den Gott. Oh, gleich von Anfang an. Das ist ich mag schon mal, dass wir es nicht mal schaffen, zum ersten Boss zu kommen. Der sich wahrscheinlich da unten befindet, was echt ganz schön weit ist. Vielleicht ist es doch dieser Baum da hinten. Oder der Baum als Ende. Also der erste Boss ist tatsächlich ein riesiges Baumwesen. Das habe ich schon mal erspäht. Es wäre ja krass, wenn Yggdrasil der erste Boss wäre. Yggdrasil, der Baum des Lebens. Ja, genau. Ich muss auch gleich wieder dran denken, da bin ich auch gerade geil drauf. Ich spiele gerade wieder Dragon Quest 8. Für mich der beste Teil der Serie. Ich habe nicht alle gespielt, aber viele. Und da gibt es auch als Item ein Yggdrasil-Blatt, was quasi gestorbene Kollegen wieder aufleben lässt. Und Yggdrasil Tau, ich glaube, das lässt die Leute sogar aufleben und gibt denen noch ein bisschen mehr LP dazu. So. Yggdrasil entstammt der nordischen Mythologie. Also ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen. Das meiste, was ich damit zu tun habe, war, als ich eine 2,5 Stunden Nachforschung zum Thema Ragnarök durchführte, weil wir ein Video dazu gemacht haben. Wo? Auf welchem Kanal? Auf Dr. Freud übrigens, wo Videos kommen. Da kommen Videos. Manchmal kommen da Videos. Wenigstens da. Wenigstens da. Oh, guck mal, eventuell schon der Endboss eigentlich? Die Wurzeln bewegen sich doch. So, warte, bis der hintere gebläht hat und dann lauf unten links lang. So, ja, aber dann bläht ja gleich der nächste. So, weiterlaufen. Nee, siehst du, guck mal, da ist doch eine blähfreie Zone. Aber. So, und jetzt? Ah, das ist offensichtlich ein Speicherpunkt. Gut. Ah. So, lauf durch. David, schneller. Ich laufe doch, laufe. Der Bläh! Er kommt. Der Bläh! Aber was sind das für. Eine Abpupsung findet statt. Eine Abpupsung. So. Da muss man eine Darmwindsentleerung durchführen. Was ist das? Boah. Guck mal da kommt doch bestimmt gleich. Da kommt da raus. Bleib doch mal da drauf stehen. Bleibe drauf stehen. Ich bleibe länger drauf stehen. Siehst du, funktioniert. Ah. Alter. Es geht. Boah, der guckt mich an. Hau mir in die Fresse. Ja. Was für eine Sprache? Spricht der Englisch, oder? Ich glaube, der spielt ja. Warte, lass mich kurz. Ich hatte mein Linguistikstudium abgebrochen nach dem ersten Kurs. Bevor ich angefangen habe. Oh, abgebrochen, bevor ich angefangen habe. Das ist ja wie bei mir. Ich bin ja gerade quasi eigentlich im zweiten Semester Kulturwissenschaften. So, ich nehme an, dass ich jetzt erst, um diesen Stein zum Leuchten zu bringen, muss ich jetzt bestimmt irgendwas machen. Okay, das ist schon mal anders als Titan Souls. Das hatten wir ja vor. Oh. Ja gut, die kann man ja wenigstens zerkloppen. Das ist Day of the Tentacle, da wurde ja eine Special Edition angekündigt. Das ist gleichzeitig auch diese Special Edition. Ach stimmt, sie haben, letztens habe ich gelesen, Sprecher gesucht für das Spiel, ne? Ja. Day of the Tentacle, da ist meine Erinnerung dran, da war ich mit meinem Vater den Mr. Bean Film im Kino gucken. Ach du Kacke. Und dann gab's, das war einer PC Games oder was weiß ich, Computerbildspiele hat man bei uns im Haushalt nicht gekauft. Ich weiß gar nicht, in irgendeiner Spielezeitschrift drin und da gab es halt Day of the Tentacle und er hatte das schon gespielt und meinte, das muss ich unbedingt mal spielen und hat halt die Zeitschrift gekauft. Was ist das nochmal? Das ist ein Adventure. Ein Click-and-Point-Adventure. Junge, du machst mich verrückt. Alter, jetzt geht's ab. Ein Click-and-Point-Adventure, wo quasi zwei Tentakel... Point-and-Click-Adventure. Was habe ich gesagt? Click-and-Point. Meine Fresse, Mann. Ein bisschen links. Du kriegst halt erst, Point ist dann. Ja. Genau. Hallo, das ist ein Quickscope. Ein Quickscope Point-and-Click-Adventure. No-Point. Auf jeden Fall geht es darum, dass zwei Tentakel die Weltherrschaft an sich reißen wollen und du mit drei Charakteren, die du in verschiedenen Zeiten spielen kannst, also die geraten Zeitmaschinen und einer ist am gleichen Ort in der Vergangenheit, einer in der Gegenwart und einer in der Zukunft. Und wenn du zum Beispiel in der Vergangenheit was machst, hat das Auswirkungen auf die Zukunft. Also du musst zum Beispiel einen Präsidenten, George Washington, glaube ich, dazu bringen, mit Farbe, die du dir aus der Gegenwart zuschickst, durch die Toilette übrigens, das ist die Zeitmaschine, musst du den Baum anmalen, der hackt den Baum dann um, damit in der Zukunft die Toilette, die da drin festhängt, befreit wird. Und so eine Dinge, also das geht halt durch alle drei Zeitdinger durch. Du kannst einen Hamster irgendwie einfrieren und dann später nochmal einsammeln. Musst du da rechts saven, kann das sein? Nee, ich kann nicht rauf. Nee, da musst du vielleicht links nochmal hoch. Genau. Ja, ich muss links nochmal hoch, weil, oh Gott, da sind schon wieder Giftwolken. Was ist das? Aber ich krieg keine Lieblings. Die Dinger, diese weißen Kügelchen? Nee, das Blaue, warum machen die? Würde ja jetzt durchlaufen. Und dann links langlaufen. Alter.
Aber so Day of the Tentacle habe ich so ein bisschen irgendwie mit Monkey Island abgespeichert. Passt das so ganz genau? Gut? Ja, ja. Es kommt schon hin. Es kommt sogar. Das kann man sehr zeitlich, wenn man jetzt mal grob denkt. David hat das alles noch live miterlebt. Da kann man natürlich Abstriche setzen. Aber wenn man etwas jünger ist wie wir beide, kann man das zeitlich durchaus schon. Das war in den 80ern, ja. Das war 1993 so in dem Dreh. Also nicht in den 80ern, ich lüge. Da wurde ich gerade geboren. 95 wurdest du geboren? 95, ja. Da bin ich gerade. 90 war ich fast schon eingeschult, ja? Da bin ich schon am Zocken gewesen, hat ja. David seine erste Milf fandest zu dem Zeitpunkt. Meine eigene Mutter. Wow. Wow. Das ist gerade so ein kleines Therapeutengespräch. Schneller, David, der Bläh! Oh, du hast es ja schon geschafft. Du musst jetzt nur noch rechts da am letzten Bläh vorbei. Let's go. Guck dich das an. Aber was zeigen die Blumen? Zeigen dir einfach, wo nicht gebläht wurde? Oder? So, jetzt müsste doch hier was sich öffnen. Was schläft denn unter dem Hügel? Jetzt bin ich aber mal. Also, ich bin ja gespannt. Ich weiß nicht, was mit euch ist. Ich finde gut, dass ich meine Lebensenergie nicht wieder aufladen kann. Ja, natürlich nicht. Warum auch? Die Half-Life in den Bossfight rein. Oh, shit. Was geht denn? Aber nicht so mobil, kann das sein? Ist das jetzt ein Gegner? Alter, den musst du jetzt voll auf die Fresse hauen, David. Boah, krass. Seht ihr, was ich dem abziehe? Oh ja, es juckt mich irgendwie nicht so sehr. Okay, das war schon ein bisschen gay. Ich bin dreist, aber er kriegt nichts mit. Alter, okay, aber das ist wahrscheinlich, das soll dir suggerieren, dass du in dem Spiel. Oh shit, okay. Was geht? Und jetzt ist das wahrscheinlich so ein One-Hit-Spassi, ne? Oh! Ja, wahrscheinlich. Was geht denn da ab? Autsch. Oh, Scholz. Ja, das war schon mal 20%. Lebenswelt. Alter. Der wird halt immer größer, ne? Jetzt ist die Frage, wie viele Stufen hat der Dude? Boah. Also Opa Wikinger, der legt ganz schön zu in Größe. So, wenn du jetzt einfach mal kurz da oben ihn jetzt zwingst zu schlagen und dann weggehst. Naja. Oh, shit. Kein Bock mehr. Macht gut, ihr Trottel. Ich will mal ganz kurz austreten. Du weißt, alte Männer und ihre Blase. Ah, lol. Darauf ein lol. Hat auch noch immer krassere Range, ne? Das kommt dazu. Voll übel, ey. Oh, shit. Yo. Und jetzt gib ihm! Ja, hier stehe ich noch. In die Hacken. In die Achillesferse. Du kannst zwischen die Beine, das ist gut. Das ist. Jetzt. Letzter Hit. Ich wette, jetzt trifft er dich mit einem Hit und es ist vorbei. Das wäre nicht so schön. Du musst jetzt pokern, hinrennen und ihm einfach auf die Fresse hauen. Ja, naja, pokern und hinrennen ist gut. Er ist ein bisschen senil, kann das sein. Alte Sau. Ja. Alter, der hat jetzt bestimmt die krasseste Rage. Jetzt gib ihm! Auf die Fresse. Ja. Hat er sich gedacht, aber nicht mit dem Typen, der gerade ganz viele Kills in. Wie ist das Spiel? Extreme Exorcism gemacht hat. Genau, David Hein, Profi-Schlechter. Jetzt möchte ich aber schon noch den Bossgegner sehen. Na dann, geh doch da glatt mal rein. So eingerichtet hat. Ja, schön. Och, kriegst du jetzt ein neues Schwert? Das wäre ja super. Ach, das war jetzt nicht der Bossgegner, oder wie? Nee. die eine S-Rune, das ist schon mal die erste. Jetzt braucht man noch eine. Du hast die Rune von Jera gewonnen. Ich glaube, das soll Gera heißen. Gera, du hast die Rune von Gera gefunden. Die liegt tief im Chemiewerk verborgen. Geh nach Ginnungagap zurück. Genau. Wirklich. Mein Reden. Das erinnert jetzt gerade wieder an God of War, finde ich so ein bisschen. Da latscht man ja auch irgendwie auf Gaia rum, ne? Und das ist übrigens sehr, sehr nice. Vielleicht sind das alles so subtile Referenzen an die ganzen Spiele. Das ist alles, ja. Kann ich mir richtig vorstellen. So, jetzt laufe ich hier durch das Tor. Gerade so bei Indie-Games hast du ja auch Leute, die wirklich. Ah, jetzt aber. Licht. Jetzt. Oder auch Licht. Licht ist immer gut. Laufe ins Licht. Jera! Jetzt bin ich hier auch unter Jera. Da ist auch schon wieder so ein alter Sack. Ich frage mich, ob das halt eine Sprache ist, die es wirklich gibt, ne? Schwedisch, glaube ich, ne? Ich habe vorhin ganz viele. Mir erfrischt mein Geist. Ich habe vorhin ganz viele finnische Süßigkeiten gegessen. Ist eine davon. Ah ja, das ist er. Bats. Das ist der Gegner. Ha, langweilig. Easy. Ist ja fast so einfach wie den Donkey Kong-Rekord zu brechen. Ja, habe ich schon gewonnen. Alter, du hättest den nicht schlagen sollen, David. Ich glaube, das war ein. Oh. Okay, ich weiß, was du mit rauszoomen meintest. So, da ist ihr Live-Balken. Alter.
Aber die ein festes Muster, gut, dann kannst du ja jetzt da von der Seite. Jetzt kommt sie doch wieder nach links. So. Boah. Ah, okay, es ist so ein bisschen wie Tekken. Ne? So, jetzt nach links. Ja, gut, das ist ja jetzt nicht schwer. Also, aber ich sag dir einer, dass das angefangen ist. Sagen wir mal so, ich hab das Video bei Kotaku gesehen. Das ist ja Zelda-eskes Movement, da habe ich gesehen, wo du hin musst. Ach so. Oh nein, ich hätte den Dreiecks-Move machen müssen. Das ist der Dreiecks-Move. Ach, der aufladerig? Ja, der aufladerig. Alter, das war aber knapp gerade. Aber da, wo du hinaus, bringt das nichts, ne? Nee, nicht so richtig. Ich glaube, ich muss. Oh, MGP. Okay. Die Gift. Alter, überblä. Mach die Blume an. Ich blume sie. Die Blumen sind ein bisschen so, hat die so einen Schutz jetzt? Wahrscheinlich. Offensichtlich, ja. Also, du musst näher ran. Du musst ja das Braune in der Mitte treffen. Naja, aber dann bin ich ja eingesperrt gleich. Guck mal, jetzt bin ich hier. Ja, aber ist egal, da haut sie ja nicht hin, oh, oder? Oh, nee. Siehst du? Okay, jetzt hast du halt irgendwie gewonnen gerade. Jetzt geht's vorne raus. Ah, ja, kann ich hin. Ja, gut, dann scheiß drauf, dann hau halt dahin. Ja. Genau. Das ist wahrscheinlich genauso effektiv. So, aber wenn du jetzt da. Oh, oh shit. Jetzt kommen nämlich diese Dinge. Ah. Ja, da hat die Redaktion. Danke, liebe Regie. Die Regie hat wieder viel geleistet heute, muss man dazu sagen. Bewiesen, was an Humor alles noch geht. Ich war gerade kurz verwirrt, ob das jetzt in-game war oder wirklich aus der Regie kam. Ich ehrlich gesagt auch. Bei der letzten Sendung, als Marco Rehmann nicht da war, da hatten sie ein Soundboard und das hat echt ein bisschen gedauert, bis wir gecheckt haben, dass das nicht der echte ist. Wir dachten, er sei aus seinem Urlaub auferstiegen. Heute wieder fies gebläht. Oh. Lass mich aber an deiner Stelle beeilen, David. Oh, Alter. Es zieht. Na gut, wenn man die Blume aktiviert, dann ist man safe. Also, zumindest safe vor dem Gift. Ja. Die Tentakel könnte ich, glaube ich, immer noch hätten. Boah, die gehen gerade ganz schön ab hier, die Tentakel. Die Telltale-Takel. Die Big Mama. So, und jetzt rein da. Oh, und schön auf die Speckfalten, jawohl, da. Genau, easy. Rein in den Speck. Guck mal, letztes Viertel. Selbe Geschichte wieder. Ja, schön aufladen, gib ihr. Ja, das machst du jetzt noch zweimal und dann. Ich glaube, der Aufladermove ist ziemlich effektiv da. Ja. Ja. Immer rauf da. Lolololol. Du musst näher ran, Baby. Also, solange die sie nicht bläht, musst du dich nur da schön aufhalten, schön rauf. Jetzt kommt der Blair. Ich will Poker und weiter schlagen. Ja, genau, ich Poker. Oh. Und Alter! Du stirbst auch noch dabei. Alter! Was? Sie stirbt auch. Sie stirbt auch. Alter Schwede. Alter, sie ist in der. Oh. Wie ätzend ist das denn? Okay, aber hey. Ich hab sie praktisch getötet. Krasser Shit. Und jetzt? Und jetzt nochmal? Nochmal, ja. Nee, aber das machen wir nicht nochmal. Aber also das ist die das Definition ist von Härte. Ja. Wenn du eigentlich fertig bist und stirbst. Das ist bitter. Wir wünschen viel Spaß mit diesem Spiel, falls ihr es denn zocken wollt. Ich finde, es ist grafisch eine sehr schöne Sache. Gibt es, glaube ich, auch für 13 Euro oder so in dem Dreh. Auch auf Steam jetzt gerade. Ich glaube, es gibt tatsächlich im ganzen Spiel nur 5 Bosse, die du besiegen musst. Also so lange ist es, ist kein großes Spiel. Wurde über Kickstarter auch finanziert. Da hat also, glaube ich, wieder mal nur ein Mann. Es kostet genau 13,49 Euro, gibt es nur auf PC. Könnt ihr euch da jetzt runterladen. Und damit sind wir durch. Das war aber einfach. SK, Mensch. Ich danke für die Einladung. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Kanal. Herzlichen Glückwunsch, Le Floyd übrigens. Danke, dass du da warst. Gruß an Floyd. Gruß an. Hier wünschen dir schon mal alles Gute zu deinem. Nee, dürfen wir nachträglich zum letzten Jahr. Wir sind ein bisschen spät dran, tut uns leid. Wir sind nicht mal up to date. Wenn ihr SK gratulieren wollt zu seinem Geburtstag, geht doch mal auf seinem Kanal vorbei. Und aber erst am 4.10. Oder am 3.10? Vierter. Sind wir übrigens auch auf dem Alliant-Konzert. Da solltest du auch hingehen. Aus welcher Stadt kommst du eigentlich? Ich, also momentan Berlin. Ich studiere aber im Süden, Richtung Baden-Württemberg. Ist aber noch geheim gehalten. Noch geheim, alles klar. Gut, dann sagen wir tschüss, bis zur nächsten Woche. Dann mit immer noch Fabian. Doch wieder mit Siegesmund. Mit Sigi und hier steht doch drin. Lies doch mal. Mann, guck mal hier. Doch den Scheiß nicht. Nächste Sendung mit David und Fabian an Donnerstag, 8. Oktober um 18 Uhr auf YouTube und MyVideo. Der Siegesmund hat lange genug Urlaub. Wir sagen tschüss, bis denn.